Ladies and Gentlemen, darf ich Ihnen vorstellen, die Männer, die mich hier schon ärgern, Richard Zamora und John Bon Jovi. Bon Jovi sind hier bei uns, ein großer Applaus. Which is your first song you're gonna play? For you, you are misunderstood. All right, thank All right. you. Okay, so good luck und viel Spaß. TV. Are people watching TV? Yeah, I think so. They're watching us on TV? They're watching us. Oh, I love that. Keep your clothes on. I promise. All right. Hey, my name is Jim. Where did I go wrong? My life's a bargain basement. All the good shit's gone. I just can't hold a job. Where do I belong? I've been sleeping in the car, my dreams moved on. My name is Billy G, my love is born and soul. I
I'm only 16, I feel 100 years old. I'm forced to dead and went to my innocence away. She love it much better. Leave them getting paid. Tuesday just might go my way. Can't get worse than yesterday. Thursday, Friday ain't been kind. Somehow I'll survive. Yeah, man, I'm alive. I'm taking each day, night at a time. Yes, I'm down, but I know I'll get by. Yeah, hey, man, I gotta live my life like I ain't got nothing but this roll of the dice. Feeling like Monday and Sunday on a Saturday night. Up my innocence is gone. I just can't hold a child and wait till I belong. Trivia question later on here. I tell you, it's all good. It don't matter. You can tell this is live. Get your hands up, come on. Back. I ain't used to be the kind of guy who never let you look inside and smile when I was crying at night. And nothing but a lot to lose. Thought I had a lot to prove. In my life there's no denying. Goodbye to all my yesterdays. Goodbye so long. I'm on my way. I had enough of crying, sweat and dying. Even when I say only my life every day. I wanna touch the sky, sweet and sweet and flying. I ain't need a pain.
the world keeps turning in time. Learning how to live my life, learning how to pick my fights, take my shots while I'm still burning. I ride, whoa.
a shame. Well. Wow, must have lost. Any plans for an acoustic album? As a matter of fact, there are. I think we're going to release an acoustic record next. And people have been asking us to do that for a long time. Oh, okay. So we've recorded a couple of shows, and it's going to have a couple of new songs, a couple of covers, and a lot of the greatest hits that you know. Great. And when? It'll be out in this fall. Fall? Yeah, this year. Very quick. Yeah. And you want to do some more? I would like to hear one more, you know? And the audience too. Encores, huh? Okay. Thank you. Okay. Runaway? Let's see, what can we do? right off the cliff. Right off the cliff. You want to go? Well, let's go. My hand, make it as
short commercial break and we gonna talk later. Okay. Okay, so bis gleich. Hier bei mir auf der Couch. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Wie ist es? Sehr gut, danke. Du siehst wunderschön aus. Vielen lieben Dank. And you yourself a fan, right? Du hast ja auch hier den Palmwedler hier. With best paid job. Ja. Und wie geht's euch? Really good. Ja. Sehr gut. Ihr feiert ja jetzt 20 Jahre Bon Jovi, ne? So langsam. Geht's auf die 20 Jahre zu? 10 years from now. Yeah. In 10 Jahren oder was? Ja, yeah, dann auch. Aber warum seht ihr jetzt noch jünger aus als in den 80ern? Sell your soul to the devil. Ja, ich hab die meine Seele an den Teufel verkauft. Okay. Aber ihr hattet ja irgendwie, also bei dir kann man das zum Beispiel sagen, die 80er bedeuteten ja für dich ziemlich viele Rückschläge. So, es gab extrem viele Bands, in denen du irgendwie gespielt hast, The Stars zum Beispiel und etliche andere. Wie hebt man sich dann aus der Masse dann raus? Wir haben ja unsere Stimme als Band schon vor langer Zeit gefunden. Und dadurch haben wir diese Langlebigkeit erzielen können. Und es ist auch sehr wichtig für eine Band, die 20 Jahre spielen will, dass sie eine eigene Stimme haben. Andere Bands dürfen dich natürlich stilistisch imitieren, aber du musst als Original rüberkommen. Du musst dann sozusagen die Zukunft darstellen. Ich habe das rausgefunden. Ich hab dir gefunden in seiner Rücken, in seiner Tasche hinten auf der Hose. Das habe ich ihm dann gegeben. Was bedeuten denn dann die 80er für euch, so für euch persönlich und aber auch als Band? Do you remember them? Kannst du dich noch an die 80er fun. Erinnern? Spaß. Fun. Lots of fun. Wir hatten viel Spaß. Die Welt war ja damals ganz anders. Und ich glaube, wenn man damals in einer Rock'n'Roll-Band gespielt hat, hatte man einfach bessere Chancen, erfolgreich zu sein. Wir hatten ja erst ab dem dritten Album unseren Stil gefunden als Band. Und in diesem Verlauf haben wir dann irgendwie noch diese ganzen Nebensächlichkeiten genießen dürfen. Weißt du, das Leben des Rockstars sozusagen. Und an diesem Punkt ist man nicht gestorben. Ne? Also damals war es ja nicht so schlimm, wenn man so ein bisschen andere Frauen hatte. Und uns ist es dann gut ergangen. Das bedeutet also Leben als Rockstar? There was a time, you know, früher war das mal so, ja, ja. Die ganzen Sachen, die man heute so liest, die waren damals wahr, das stimmt. It's different for bands now. It's different für Bands ist heutzutage ganz anders. Wenn jetzt jüngere Leute eine Band gründen, ganz andere Geschichte. Als wir angefangen hatten, war das letzte Kapitel des Buchs, das Led Zeppelin und The Who geschrieben hatten, sozusagen. Ende der 70er, als wir so alt waren, wie die Kids hier im Publikum und den Plattenvertrag bekommen hatten, und da hat man noch ganz verrückte Zeiten erlebt. Und dann hat sich die Welt ja dramatisch verändert. Schade, ihr verpasst eine ganze Menge Spaß, das sage ich euch. Wir haben euch den ganzen Spaß geklaut. Aber dafür haben wir euch ja hier, dann könnt ihr uns wenigstens ein bisschen noch was davon erzählen. Und ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, 01373322211. Da könnt ihr uns anrufen und an John und Richie natürlich eure Fragen stellen. Oder ihr faxt uns 01373322211. Genau, oder mit einer Brieftaube. Oder das. Also Brieftaube ist wahrscheinlich dann die gleiche Adresse wie unsere E-Mail-Adresse interaktiv@viva.tv. Wir machen eine ganz kurze Pause und gucken uns eure Nummer 7 der Top 10 an. DJ Tomic mit Gangster Will. Part 3 und Corrupt. Bitte schön. Nur für dich. Richie Sambora und John Bon Jovi bei Interaktiv zu Gast. Und weil ich so viel mit den Jungs quatschen will, entfallen jetzt gerade die Neuigkeiten. Dafür gibt es hier natürlich 18 Uhr. Da kriegt ihr dann die ganzen News auf einen Blick. Jetzt sind die Jungs da und jetzt quatschen wir erstmal mit denen natürlich. Ich glaube, jeder kann sich auf jeden Fall noch so an Hits von euch erinnern wie Runaway und Bed of Roses. Und wie kann man, oder wie macht ihr das, dass ihr an so einen Erfolg anknüpft, aber euch wiederum nicht innerhalb vielleicht von 20 Jahren wiederholt? Well, living life is everything. Wenn man sein Leben liebt, lebt,
erfährt man jeden Tag neue Sachen und darüber kann man schreiben. Als ich da auf der Bühne gesessen habe, eben hatte ich mich ein bisschen vertan mit den Texten, weil wir eben im Umkleideraum da neue Songs geschrieben haben und ich hatte dann so ein bisschen den Text verwechselt mit den neuen Songs und den alten. Und jeden Tag hat man neue Erfahrungen, ja, und da kann man was Neues drüber schreiben. Und daher kommt ja irgendwie auch der Geschmack her, also wie man da sowas bildet. Das ist eben das Geheimnis. Wir haben jetzt, und wir lüften hoffentlich noch mehrere Geheimnisse hier, einen Anruf an der Leitung. Hallo. Oh, oh. Oh, 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 oh. Haben wir noch einen anderen? Hallo. Hallo, wie heißt du? Ich bin Yvonne. Hallo, wie ist deine Frage, Yvonne? Ich würde gerne wissen, wie ihr eure Komparsen aussucht für eure Videos. Ach, willst du gerne auch mal? Ja, ich möchte gerne wissen, wie man vielleicht da rankommen könnte. Aha, well, it's usually the directors. Das macht normalerweise der Regisseur. In diesem Fall war das Mark Klaasfeld, der hat die letzten paar Videos für uns gemacht. Und er castet dann die Schauspielerinnen und Schauspieler. Guck mal, ich habe einen Gecko gecastet. Ich würde gerne noch wissen, ich komme zum Konzert zu euch nach München und würde gerne wissen, wie ich euch näher kommen kann, also... Wie nah möchtest du denn, wie nah sitzt du denn jetzt im Augenblick an der Bühne oder stehst du? Wahrscheinlich auf der Bühne, oder? Nein, ich bin in der Arena. Ich hoffe, ich stehe in der ersten Reihe, aber das kann man ja nie voraussagen. That's Was right. gibt es da für Möglichkeiten? Du gehst aber ganz schön ran. Keine Ahnung. Ja. Also, das könnte jetzt natürlich keiner beantworten. Das ist ein kleiner Test. Schauen wir mal, wie weit du es schaffst, ne? Vielleicht kriegst du ja irgendwie noch eine Backstage-Karte oder so. Das wäre ganz toll. Dankeschön für deinen Anruf. Danke. Du bekommst natürlich die neue Single, All About Loving You. Okay, ja? Mit Unterschrift. Mit Unterschrift, natürlich. Okay, yes, super. Ihr seid der besten Band der Welt, wollte ich euch noch sagen. Oh, thank you very, very much. Ah, vielen lieben Dank. Okay. Danke schön für den Anruf. Mach's gut. Wo wir gerade bei Auftritten und Konzerten sind, hier gibt's eine Frage. Good night for coming. Danke, dass du dann am Freitag kommst. Hier gibt's eine Frage von Ria und sie fragt, ich bin ein großer Fan von Bon Jovi. Meine Frage lautet, was ist das für ein Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst oder wenn ihr auf der Bühne steht und zigtausend Leute eure Musik kennen und dazu rocken? It doesn't stink. Es stinkt ja nicht. You know, it's great. Es ist super, also schlecht ist es nicht, das wollte ich damit sagen. Wir haben ja echt Glück gehabt, dass 20 Jahre lang hier auf Tour immer alles gut gegangen ist. Wir stehen auf der Bühne, in den größten Stadien der Welt und man sieht ja auch, wenn die Leute mitsingen, dass da irgendwie was passiert. Sie sagt jetzt hier auch noch, sie wird euch am Sonntag in Mannheim sehen. Da spielt ihr dann also auch. Oh, good. Ihr habt jetzt euer 8. Album produziert. Right, this Richtig, Studio genau, record. Das 8. Studioalbum. Und also ich schätze mal, wenn man so über Jahre Studioalben macht, dann kennt man ja auch dann so andere Tricks und man hat vielleicht noch andere Methoden, mit denen man arbeitet. Was ist mit dem Album jetzt? Well, we only write at night. Wir schreiben ja nur nachts. When the other vampires come out. Wenn die ganzen anderen Vampire erscheinen. That's our big trick. Das ist der Riesentrick an der Sache. Wir befassen uns und beschäftigen uns mit Vampiren und treffen uns mit denen. Und beim Schreiben, also das Wichtigste ist das Schreiben. Bei dieser Platte haben wir an der Westküste dran geschrieben. Er war jetzt zum Beispiel in Los Angeles und ich war auch da, als ich da mit Ellie McBeal was gemacht hatte. Und das war sehr einfach, weil wir zusammen da gesessen haben. Und wenn wir dann im Studio sind, wissen die alle, ganz genau, wie sie klingen sollen. Und die Band weiß auch ganz genau, wie wir das möchten. Wir sind eine sehr organische Band, wenn du möchtest. Wir verbringen jetzt nicht sehr viel Zeit mit Computern oder mit Programmieren. Wir gehen einfach ins Studio und hauen rein. Und ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so häufig heutzutage. Es gibt ja sehr viele Platten, die ich jetzt hier zum Beispiel auf Viva sehe, das sind so Loops. Mike Ryan hier, was ich gerade, das ist gar kein eigener Song mehr. Das ist alles wiederholt. Wahrscheinlich können die Leute noch nicht mal Instrumente spielen. Ich kann da keine richtige Beziehung herstellen, außer zu dem Rhythmus oder so. Und es wäre vielleicht besser, wenn er seine eigenen Texte und seine eigene Musik da bringen würde. Ja, aber du hast recht. Vor allen Dingen, was mir auf eurem Album halt auffällt, ist, dass es halt nicht nur so 3 Minuten 30 Songs sind, zum Beispiel.
Sure, so. Yeah, we tell stories. Ja klar, wir erzählen ja Geschichten. Some of them are little movies, if you will. Manche sind also auch But, kleine Filme dabei, kann man auch so nennen. Und es ist auch sehr schwierig für uns, nicht unsere, dass wir nicht unsere eigenen Songs schreiben. Aber das Radio und das Fernsehen verändert sich ja und das Publikum verändert sich ja auch nicht. Hat man es irgendwann mal geschafft, sich mit seiner Stimme zu etablieren und die Leute wissen, was passiert, oder die schmeißen dich einfach links und rechts vom Weg weg. Und es gibt auch viele Bands, die passen einfach nicht mehr ins Radio und die kommen einfach nicht mehr raus. Und da kommt man auch nicht mehr im Video auf Viva. Und wir haben Glück gehabt, beides irgendwie hinzubiegen. Aber wie viele gute Storyteller oder Songwriter gibt es denn noch da draußen? Also ich glaube, wir haben uns sehr entwickelt. Und wir hatten das tierische Glück, das Leben so zu genießen und viel zu sehen und dann irgendwie unsere Songs entsprechend zu schreiben. Wir beobachten viel, wir bringen unsere persönlichen Gefühle ein bei der Sache und das, wir haben sehr viel Glück gehabt, dass wir jetzt einfach keine, wir hatten immer ein sehr reiches Leben, wir mussten uns jetzt nicht was aus den Fingern saugen, ne? Wir sehen Sachen und die beeinflussen uns und diese Umwelt beeinflusst uns eben. Okay, über Einflüsse reden wir gleich noch. Jetzt gibt es erstmal Star Splash mit Endless Fantasy. Euer Platz 6 von euren Top 10. Bitte schön. Everybody was laughing when he was talking French. Yeah, it's great. Wir reden hier schon hier. Die beiden natürlich immer noch bei mir zu Gast hier auf der Couch. Und ihr dürft natürlich noch immer eure Fragen stellen. Und ich glaube, es gibt auch eine E-Mail, ne? Dann leg mal los, Julia. Und zwar, wann genau darf man den Korken anlässlich Bon Jovis 20-jährigem Jubiläum krachen lassen? Das kommt drauf an, was man jetzt sagt, was das Jubiläum ist. Ob wir jetzt den Plattenvertrag meinen oder das Veröffentlichungsdatum der ersten Platte. Und das eine ist schon vorbei. Ich glaube, den Plattenvertrag haben wir nämlich im Juli 83 unterschrieben. Aber im Februar hatten wir uns schon gegründet. Das ist jetzt schon vorbei. Wir haben also immer Zeit zu feiern. Aber wir können doch alles zusammenpacken. Okay. Und dann wird es eine große Party. Man kann so sagen, wir haben uns kennengelernt und im Februar und im Juli haben wir geheiratet. So let's count. We'll do July. Sagen wir, einigen uns auf Juli. Sehr gut. Finde ich auch gut. Steht noch bevor und da kann auch einiges passieren, so bis dahin. John, du hast gesagt, beziehungsweise habe ich gelesen, dass du über Bounce gesagt hast, dass du möchtest, dass es mehr ist wie ein guter Film oder ein gutes Buch. So, dass man liest oder hört oder wie auch immer. Dann ist es wahrscheinlich umso schwieriger, so eine exakte Reihenfolge festzulegen an Songs, oder? Die Reihenfolge hat uns doch sehr beschäftigt, da haben wir uns wirklich mit beschäftigt. Das stimmt. Wir wollten also einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Das sollte einfach nicht nur eine Sammlung von Popsongs haben. Dann ist ja der 11. September passiert und da wollten wir jetzt auch Songs darüber schreiben, aber kein ganzes Album. Wir wollten auch so richtig schöne, lange Songs haben, die so Filmatmosphäre haben. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein ganzes Album daraus. Und dann haben wir auch lustige Rocksongs dabei gehabt, spaßige Sachen, spaßige Popsongs. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das könnte missverstanden werden. Wir wollten den Leuten nämlich einen Wert vermitteln. Wir wollten ihnen wirklich 12 Songs dahinlegen, die wirklich was wert sind und uns wichtig. You mentioned, du hast schon den 9/11, oh Gott, hier Englisch-Deutsch, hast du schon erwähnt. Und ich finde, so auf eurem Album ist das schon so ein großes Thema. Ne? Also gerade auch mit dem ersten Song Undivided, irgendwie wird es nochmal komplett irgendwie dargelegt. Wie groß ist denn tatsächlich das Thema für euch und für das Album? Riesig. Da, wo ich wohne, die Gemeinde, ist ganz, ganz stark getroffen worden. Da sind sehr viele nämlich gestorben, die da gewohnt haben. Und ich wohne so nah an dem Trade Center dran. Da konntest du damals den ganzen Rauch sehen, wie der in Richtung Meer abgezogen ist. Und Richie und ich sind da hingegangen und haben uns das angesehen, wie das gebrannt hat alles. Und das war eine ganz dramatische Erfahrung für alle Leute, die da in dem Bereich um das World Trade Center gewohnt haben. Die Schwester von Dave Bryan, die war auch in dem Gebäude drin, die hat es aber rausgeschafft. Und wir kennen aber auch Leute, die da drin gestorben sind. Wir kennen auch Leute, die da rausgekommen sind. Andere haben wieder anderen geholfen. Und das war wirklich ganz, ganz nah an unserem Zuhause. Was man auch auf dem Album echt gut hören kann. Wir haben einen Anrufer für euch. Hallo. Guten Tag.
Hallo? Hallo, wie heißt du? Saskia. Saskia, wie ist deine Frage? Und zwar wollte ich fragen, ob Sie nochmal planen, ein Album zu machen zu einem Film, wie zum Beispiel das Young Guns 2 Album. Oh, another movie soundtrack record? Irgendwie sowas für einen Film oder was? Jetzt nicht in direkter Zukunft, wenn die Möglichkeit sich nochmal bietet. Damals war das sehr lustig. Das ist auch relativ flott von der Hand gegangen. Ich habe gedacht, das habe ich jetzt schon hinter mir und deswegen kümmere ich mich jetzt nicht so explizit darum. Ach so, okay. Saskia, danke für deine Frage. Hast du noch eine andere oder möchtest du einfach nur die Single haben? Nein, eigentlich habe ich keine Fragen mehr, weil ich mich schon sehr gut über Bon Jovi informiere, immer auch okay, schon eigentlich, sehr gut. Solange ich lebe. Dann bist du bestimmt auch auf der Tour mit dabei, ne? Ja, sicher. Sehr gut. Dann danke schön für den Anruf und du bekommst natürlich die Single zu dir ja, nach Hause. Danke. Vielen Dank, mach's gut, einen schönen Tag und wir haben eine E-Mail. Ja. Die Julia. Ich bin Susanne, 24 und seit gut 10 Jahren Bon Jovi-Fan. Die Konzerte sind für mich, wie für jeden anderen Fan, immer wieder ein Highlight. Unschlagbar ist für mich Dry County Shake. Entschuldigung. Schade nur, dass es auf Tour so selten gesungen wird. Meine Frage an die Jungs ist nun, inwiefern sich die Shows für die Band im Laufe der letzten 20 Jahre on stage verändert haben. Sind die Fans anders drauf und wie geht es ihnen auf der Bühne? Liebe Grüße, Bussi an John und Richie. Freue mich auf Freitag, vor allem auf echten Rock'n'Roll. Yes. Well, I think the shows keep evolving. Die Shows entwickeln sich immer weiter, weil die Band sich auch entwickelt. Das Songwriting entwickelt sich, das Komponieren und als Entertainer entwickeln wir uns auch. Insofern, jetzt haben wir 10 Alben mit Songs, aus denen wir uns aussuchen können und John sucht sich jeden Abend was Neues aus. Und das ist auch sehr interessant für uns, dann langweilen wir uns nicht. Sehr gut. Okay, danke schön für die Fragen bislang. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann sehen wir uns gleich hier genau wieder. Bis gleich. Bon Jovi im Konzert geben hier bei uns, also einfach dranbleiben, dann habt ihr noch ganz viel von den Jungs. Und heute Abend seid ihr auch noch bei TV Total, ne? Ja. Yeah, bei Stefan. Yes, we are. Ganz genau. 20 nach 10 könnt ihr dann reingucken, da sind sie dann auch noch. Also ein kompletter Tag mit den Jungs hier. Und ihr habt hier bei dem Album, hier gibt es so einen Special Code. Was hat das zu bedeuten? Hier, für jeden, der dieses Album hat, der hat bestimmt hier schon so eine Zahl drin entdeckt. Da ist sie. Wir haben was ganz Tolles ausgedacht. Wir haben gedacht, wenn wir jetzt hier so ein Album kaufen, haben wir gedacht, wir können vielleicht die Leute mal ein bisschen auf die Internetseite ziehen und die sollten jetzt nicht nur ein Album kaufen, die können nämlich jetzt auch die Nummer registrieren lassen. Man kann jetzt nicht immer, man braucht jetzt nicht mehr hier zu warten, wenn man sich Konzertkarten kaufen will oder so. Man kann sich die direkt aus unserem Club rausziehen. Man kann auch chatten und ich glaube auch, das Wichtigste ist auch, hier, die Fans, die können sich hier eine Konzertkarte kaufen. Das ist nämlich sehr schwierig sonst. Sehr gute Idee. Apropos Konzertkarte, wir haben auch noch eine ganz große Aktion für euch, nämlich Bars on Stage. Und wir haben Tickets für euch quasi, beziehungsweise keine Tickets, sondern Bändchen. Und ihr braucht dafür Tickets. So sieht es nämlich aus. Es gibt verschiedene Konzerte noch, zum Beispiel am 30.05. in Gelsenkirchen, am 1.06. Mannheim, am 6.06. Bremen, 13.06. München, 17.06. Neumünster. Und wir verlosen jeweils 3x2 Bars on Stage Bändchen. Das heißt, ihr müsst beweisen, dass ihr ein Ticket habt. Also schickt uns einfach eine Kopie von eurem Ticket. Schickt das Ganze an unsere Faxnummer, die ganz normale Studio-Faxnummer 01373322212. Und wir werden das dann quasi so ein bisschen verlosen und ihr seid dann ganz hautnah dabei an den Jungs. Yeah, they get to come right up on stage. Ja, genau, die dürfen auf der Bühne stehen, wie du schon sagtest. Leute, die schon mal auf unseren Konzerten waren, wissen auch, dass sie dann richtig mitmachen können, sage ich mal. Die können dann das genießen, wie das aussieht da oben. Ja, wenn die uns natürlich Geschenke mitbringen, dann müssen die, dann können die noch näher kommen. Die dürfen euch dann immer so Wasser anreichen.
Oh, I was thinking Cartier. Oder, ja, genau. Na klar. Wir haben jetzt eben ja schon über Undivided geredet, den ersten Song auf dem Album. Der Song, der gleich danach kommt, ist Every Day. Und man sagt euch ja, glaube ich, auch manchmal so nach, dass viele Alben so ein bisschen düster klingen, so ein bisschen traurig. Der Song ist aber extrem optimistisch. I thought so, yeah. Ja, da hast du recht. If there's anything that I think we learned out of the tragedy of 9/11, wir haben was aus dieser Tragödie am 11. September gelernt, dass man sein Leben wirklich leben muss. Man muss immer da sein, vor Ort sein, und man muss in die richtige Richtung gehen. Und da haben wir gedacht, man muss das Leben wirklich jeden Tag genießen. Nichts, man weiß ja nie, was passiert. Also. Dann gibt es einen Song auf dem Album, den habt ihr an einem Tag geschrieben? Welcher ist es? Well, there were several. Einige sind da, ne? Mehrere. Eigentlich jeder von den Songs, oder? Das ist ja total einfach. Ich muss auch Musiker werden. Verdammt. Yeah. It's better than acting. Ja, wahrscheinlich besser als die Schauspielerei. Es ist einfacher. Verdammt. You can control your own destiny. Yeah. Du kannst dein eigenes Schicksal steuern. No, look at these songs. They all took a day. Hat alles nur einen Tag gedauert pro Song. Wow. Ganz schön flott seid ihr. Wir haben Anrufer, auch ganz zackig. How prolific. Yes. Wie toll. Hallo, wie heißt du? Hier ist die Maike, hi. Maike, rück mit deiner Frage raus. Meine Frage, also ich würde gerne wissen, ob es irgendeinen speziellen Ort gibt, an dem Bon Jovi gerne mal ein Konzert geben würde und ob es irgendwelche Künstler gibt, mit denen er gerne mal zusammenarbeiten würde. I enjoyed this week watching that McCartney did the Colosseum. McCartney hat ja im Kolosseum in Rom gespielt und auch auf dem Roten Platz in Moskau. Das finde ich ganz gut. Solche Sachen würden wir, glaube ich, auch zurzeit mal ganz gerne machen. Was jetzt diese Zusammenarbeit mit anderen Musikern angeht, natürlich. Es gibt sehr viele Sachen, die ich ganz gut finden würde. Ich würde ganz gerne am liebsten mit den toten Musikern zusammenspielen, aber die können ja dann nicht mehr mitmachen, die sind ja kaputt. Jimi Hendrix, Elvis Presley, John Lennon, die sind halt alle tot. Die können nicht mehr vorbeikommen. Es gibt also keinen Künstler, der noch lebt und den du so großartig findest? Natürlich gibt es da sehr viele. Wenn man mit Bob Dylan mal was machen könnte, das wäre große Klasse. Oder Paul Simon. Das wäre richtig hervorragend. Ganz große Sache mit Tom Waits oder Stevie Wonder, mit denen könnte man auch was schreiben. Also einiges, doch. Dankeschön für die Frage. Ja, ich danke auch. Bitte? Ich danke auch. Ja, bitte, du bekommst natürlich die Single auch zugeschickt. Dankeschön. Kennt ihr auch ein paar deutsche Künstler? I guess we have met a few already. Ja, ich glaube, wir haben noch ein paar kennengelernt. Was? Bitte? Con Jovi, das war so eine Band. Con Jovi. Die spielen so eine Cover-Version von uns. Alright. Die sind aber sehr gut, die machen das gut nach. Okay. Almost better than us. Fast besser als wir, aber nicht ganz. Lass uns aber ein bisschen über eure aktuelle Single reden, All About Loving You. Da gibt es ja so ein wunderschönes Video, und wo man zuerst denkt, dieser junge Mann, der stürzt sich jetzt einfach von dem Hausdach und lebt den Suizid quasi. Aber man kann am Ende sagen, er macht einer tollen Frau einen Heiratsantrag. Wir gucken mal eben rein. Wir haben es nämlich hier. Ich habe gehört, dass es gar nicht schneien sollte. Ja, kann er sich auch umbringen, wenn er heiraten will. Sag nochmal bitte. Stimmt es, dass das eigentlich nicht geplant war mit dem Schnee? Nee. Leider hat es ja geschneit. Wir waren total enttäuscht. Wir wollten ja gar nicht den Schnee im Video haben. Aber eigentlich ganz gut. Es hat wie verrückt geschneit. Wie habt ihr das gedreht? Auch ein bisschen wie in Matrix. Wir waren ja gar nicht da. Okay. Er war im Schnee, wir waren ja drin. Da war es schön warm. Irgendwas gibt es ja hier in Deutschland. Man darf hier keine Video zeigen, wo Schnee drin ist, nach einer gewissen Zeit. Das habe ich gehört. Man darf keine Videos Schnee zeigen. Schnee. Genau. Aber am Ende ist es. Okay, alles klar. Wir spielen. Im Sommer wird dann trotzdem jetzt hier. Wir haben ja Sommer und das Video wird trotzdem gezeigt. Das ist gut. Okay. Mit dem Schnee drin. Also das Video endet ja dann doch so ganz romantisch irgendwie mit diesem Heiratsantrag. Wie habt ihr denn euren Frauen einen Heiratsantrag gemacht? Ach so romantisch.
Würdet ihr sowas machen, Bungee-Jumpen dann? I wouldn't jump the bungee. Nee, Bungee-Jumping würde ich nicht machen dafür, auf keinen Fall. Ich glaube, da wird die Hochzeitsnacht ganz schnell ins Wasser gefallen, wenn ich da runtergesprungen wäre. Ich habe auf der Toilette habe ich den Hochzeitsantrag gemacht. Sehr romantisch. Du kennst ja meine Toilette nicht, Alter. Aha, wie hast du es gemacht? Me? Ich? I don't remember. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nein. In Las Vegas war das doch, oder? Das war eine spontane Geschichte, weißt du das nicht mehr? Wenn ich mich richtig dran erinnere. Also ich sitze hier neben einer wunderschönen jungen Dame. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin verheiratet. Das geht nicht. Ich bin auch nicht verheiratet. Excellent. Sehr gut. Vielleicht können wir ja nach der Show noch auch mal schnell nach Las Vegas. Da war ich auch noch nie. Würde sich ganz gut treffen. Me neither. Ich auch nicht. Weißt du, die Rechnung war auch nicht echt. Aha. Wir haben noch eine E-Mail für euch. Also ich wollte mal sagen, Bon Jovi, thank you for your music. Eure Musik ist so großartig und verbindet Fans auf der ganzen Welt. Gratuliere zum 20-jährigen Bandbestehen und ich hoffe, es gibt euch noch 20 Jahre. Vor allem freue ich mich so sehr auf das Konzert morgen. Bon Jovi sind die besten Liveband der Welt. Wer die Jungs einmal live sieht, wird sofort zum Fan. Vor allem habe ich ein On-Stage-Ticket und freue mich schon so und hoffe, das Konzert wird nicht wegen Gewitter abgesagt. Wisst ihr inzwischen, wann das Boxset rauskommt? Und warum sind nur John und Richie auf der Promotour? Und was ist mit den anderen? Und wer hat die Idee, dass Richie auf dieser Tour I'll Be There For You singt? Okay. Oh my God, that's a lot of questions. Ziemlich viele Fragen, the show tomorrow is not gonna be canceled. Also die Show morgen fällt nicht aus. Wir bringen den Regen in die Wüste, ist völlig egal. Schneit, wir spielen. Tico spielt irgendwo Golf. Das ist jetzt für gar nichts gut, was er da macht. Der tut nicht gut. Dave macht irgendwie im Hotel, ich glaube, der macht gar nichts, oder? Wir beide arbeiten, wie immer. Und das Boxset kommt nächstes Jahr raus. Und ich glaube, das ist für die echten Fans was ganz Besonderes, weil da drei unveröffentlichte Alben in dieser Box mit drin sind. Keiner hat dieses Material je gehört. Wow. Sehr beeindruckend. Wir sind dann durch den Tresor gelaufen sozusagen und haben die ganzen Songs daraus gekramt. Und wir hatten genug Demos von den alten Songs, um dann noch drei Alben zu machen. Gerade lief ja noch die letzte Folge Ellie McBeal, in der du mitgespielt hast. Wird es demnächst irgendwas wieder geben mit Filmen und dir? Well, no TV plans. Fürs Fernsehen habe ich jetzt keine Pläne. Wenn wir mit der Tour fertig sind, würde ich ganz gerne mal einen Film machen. Das wäre echt schön. Aber das braucht so viel Zeit und dann die Aufmerksamkeit. Und ich habe jetzt noch nicht gesucht nach einem guten Film. Wenn du einen guten Film findest, dann kommst du einfach mal zu Film ab. Deal. Sehr machen gut. Wir. Okay, dann danke schön, dass ihr hier seid und noch hier eine kurze Weile bleibt. Und ihr habt auch ein Kurt-Geschenk mitgebracht. Von wem ist der genau? Ist er nicht von euch? Den hat euch bestimmt eure Plattenfirma gerade gesagt, hier ist euer Kurt-Geschenk. War das so? Gee, Viva went all out for us. Hey, Emma, die haben ja richtig reingehauen hier, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja besser als ein T-Shirt, oder? Die haben mir gesagt, das wäre irgendwas von der Weltmeisterschaft, das Teil hier. No Viva sagen T-Shirt? Wir einfach, sagen kein Viva-T-Shirt oder was jetzt? Nein, wir sagen einfach, ihr habt mit diesem Ball schon, seit 20 Jahren spielt ihr schon damit. Okay, okay. We're playing with this one for 20 okay, seit 20 Jahren spiele ich mit diesem Ball, ist mein Lieblingsball. Eine echte Rarität für alle Zuschauer da draußen. Also gewinnen das Teil, wenn ihr am Freitag hier bei uns anruft für die Kurt-Geschenke. Einen riesengroßen Applaus für die Jungs. Vielen lieben Dank. Thanks for being here. Yeah, it's great. Übrigens, das mit dem Schnee, ne? Ja. Yeah. Das ist der andere Musiksender. Ah, die verbieten das. Wusste ich doch, habe ich mir gedacht. Also vielen lieben Dank. Ach, die haben uns jetzt nicht gespielt wegen dem Schnee. Das sind die. Wir sind die Guten. Das ist wie ein bisschen in Köln mit der linken und der rechten Beinseite. Richtig. Vielen lieben Dank, dass ihr hier seid. Für euch gibt es jetzt noch Yvonne Katterfeld mit Für dich, euer Platz 4. Und ich danke euch sehr. Thank you. Thanks. Oh, thanks. Sind wir wieder zurück bei Interaktiv an unserem großen Bon Jovi-Tag. Und ich habe hier gerade einen riesen Bon Jovi-Fan entdeckt. Ja. Wie fandst du es? Geil. Warst du schon mal so nah an den Rand? Eigentlich nicht.
Und was war das jetzt so für ein Gefühl? Warst du ein bisschen aufgeregt auch? Ja, ich eigentlich wollte ein Autogramm von denen haben, aber hat nicht so geklappt. Ja, weil hier auch immer ein bisschen Stress, ne, ist, ja, was die Kameras gar nicht einfangen, Gott sei Dank, mhm, immer. Aber was sagst du irgendwie zu den Jungs? Wie haben sie auf dich gewirkt? Cool wie immer. Cool wie immer? Ja, klar, sind die ganz. Warst du auf vielen Konzerten schon? Nein, also einmal vor 2 Jahren und jetzt am Freitag. Wo bist du? Was am Freitag? Wo in, ja, ja, am Freitag jetzt. Schalke. Schalke. Arena, ja, auf Schalke. Boah, das wird bestimmt saugeil. Ja. Ich muss ja sagen, ich fand's auch sehr entspannt, ne? Ich war ja auch ein bisschen aufgeregt und so, aber war ziemlich geil, ist gut gelaufen und sehr, mhm, lustige Gesellen, kann man so sagen. Die geilste Band, sag ich mal. Die geilste Welt. Yep. Was sagst du zu Bon Jovi? Geil. Ja, bist du auch ein riesen, ja, Fan? Ich war mit ihm auf dem Konzert. Seit wie vielen Jahren hört ihr denn eigentlich schon? Oh, 4? Ich erst 4, der war schon. Ist schon seit den 80ern Fan, also 86 oder so. Hatten die noch so lange Haare, ne? Yep. Also wir spielen in einer Band zusammen, ja, und wir covern auch. Ja. Ach, erzählt mal, wie heißt eure Band? Youngblood. Wie? Youngblood. So Youngblood. Blood. Youngblood. Ja. Yeah. Sehr gut. Wo spielt ihr denn so? Wo kann man euch hören? Ja, Straßenfest spielen wir jetzt am. Wann ist, ja, das nochmal? Straßenfest. Am 15. Juni in Borscheid. Ja. Kennt wahrscheinlich keiner. Kennt wahrscheinlich keiner, aber nein, geht trotzdem Borscheid, alle. Borscheid, wenn das jemand kennt. Was? Das ist ein Kaff irgendwie. Ja. Ich höre auch gerade aus der Regie, wir kennen das. Ah, sehr gut. Und da spielen wir um, ja, so um 1 bis 3 irgendwann. So, also. 2 Stunden? Keine Ahnung, irgendwie da. Was habt denn ihr für ein Programm? Eigene Songs und Cover. Bon Jovi, 2 Songs. Ja. Welche covert ihr von dem Song? Runaway und Bad of Roses. Love, nein, You Give Love a Bad Name. Ey, dann stehen doch alle Mädchen auf euch, oder? Wenn ihr Runaway, ja, nein, covert. Ja, 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 doch, doch. Eigentlich nicht. Habt ihr denn Freundinnen? Ja, nein. Ja. Nein, nein, nein. Ja oder nein? Nein? Nein, aber ihr sucht noch. Ja, klar. Na dann hier, wenn ihr so sexy Sänger, Gitarristen, Drummer, was machst du genau? Gitarre. Gitarre und du? Bass. 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 Kennst du den Song von Bass? Bass. Ja. Wo, genau. Erinnert mich gerade an das. Dann hier nochmal schnell anrufen oder faxen, ah, oder so, dann können wir die 2 auch noch unter die Haube bringen. Danke. Was sagen denn die Ladies hier hinten? Wie fandet ihr die älteren Herren? Also ich war erstaunt, weil ich bin eigentlich kein richtiger Fan, mhm, aber die Jungs, die stecken einen schon richtig an mit ihrer Stimme. Total, ne? War klasse. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, ich bin jetzt auch zum Bon Jovi-Fan geworden irgendwie seit diesem Interview. Es geht mir aber echt öfter so, wenn ich irgendwie jemanden interviewe, dessen Musik ich eigentlich gar nicht so gut kenne oder den ich irgendwie, dessen Musik ich vielleicht auch gar nicht so höre, dann interviewe ich den, sind meistens so nett, dass ich dann plötzlich auch ein Fan geworden bin. Und ihr so? Wie fandest du die Jungs? Also ganz nett so, aber nicht so meine Musik. Was so hörst du? B3. Aha! Dann hast du dich bestimmt gefreut, dass sie fast nackt bei uns hier, ja, heute aufgetaucht sind. Hast du, ja, sie schon mal so nackt gesehen? Nein. Würdest doch, du sie gerne nochmal so nackt sehen? Ja. Ein bisschen nackter noch. Hast du einen Freund? Nein. Ey, ist hier jemand verliebt gerade eigentlich? Du? Haha, ich komm mal kurz zu dir. Du bist verliebt, darf ich, ja, mich so zwischen euch drängeln? Seid ihr beste Freundinnen? Ja. Oder darf man sich eigentlich nicht dazwischen setzen, oder? Doch, klar. Wie lange seid ihr schon beste Freundinnen? Ja, 3 Jahre so ungefähr. Und du bist gerade frisch verliebt? Ja, schon länger, 1 Jahr. Ah, und du? Ich bin auch frisch verliebt, ja, über einen Monat. Tja, na dann ist ja alles wieder heiter, ne? Ja. Wenn die beste Freundin einen Freund hat, ist ja auch immer ein bisschen doof und man selber nicht. Ah nee, ist eigentlich okay so. Ja? Und ihr seid B3-Fans wahrscheinlich auch, oder auch Bon Jovi? Ja, eher B3. Und wie fandet ihr ihre stählernden Körper? Gut. Hätte er gerne mal angefasst? Ja, klar. Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Wir machen jetzt eine klitzekleine kurze Pause, dann quetsche ich die anderen hier auch noch aus und dann sehen wir uns gleich hier wieder bei unserem großen Bon Jovi-Tag.